Willkommen zurück zur geheimnisvollen Insel 2. Ja, wir haben ja vorgehabt, in die Formen unten Ton rein zu tun, beziehungsweise das hatte ich so verstanden, dass ich hier irgendwo Ton rein tun kann. Ich hoffe, hier ist es möglichst einfach und nicht irgendwas da oben bei diesem grünen Dingensbummens. Und statt Ton zu suchen, kam mir noch der Gedanke, dass wir Ton bei uns haben, schon alleine durch die Vasen und vielleicht kann man die ja wieder, weiß ich nicht, feucht man wahrscheinlich nicht, weil. Nee. Ich gehe mal nochmal zurück, genau, und hole mir die Tonvasen, habe ich so gedacht. Vielleicht funktioniert das nicht, ich weiß es überhaupt nicht, ob das funktioniert. Die Tonvasen, aber ungebrannt. Dann hat man den Ton doch noch neu. Also weich und so. Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Wir probieren das mal aus. Ansonsten muss ich mir was Neues einfallen lassen für den Ton. Unten ist Slangy. Jetzt bin ich wieder den komplizierten Weg gegangen. Na komm, diesmal mache ich das mal so. Von hier aus soll man ja gehen. Zack. So. So, und dann mache ich das nochmal. Hier gehe ich mal ran. Nimm mir deine Hände und pack die hier rein. Aber feucht, wenn es geht, genau. Und dann können wir das nicht einfach mitnehmen? Also wenn wir jetzt daraus. Genau, wir machen daraus jetzt eine Vase. Anders geht das ja nicht, sonst kann sie das ja nicht nehmen. So, machst du hier auch nochmal in der Mitte. Sehr schön. So, und das nimmst du jetzt. Und weil ich nicht weiß, wie viel wir brauchen, wenn das denn überhaupt klappt, nehme ich mal noch eine. Vielleicht mache ich noch eine. Ich weiß. Sehr schön. Wunderbar. So, und jetzt noch eine dritte. Man weiß ja nie. Und ansonsten habe ich halt ganz viel neuen Ton. Ungebrannt. Fertig. So, jetzt gehen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Jetzt haben wir da schön. Bin wieder falsch gegangen. Schön Ton mitgenommen. Ja. Und wieder zurück an den Ort, den Verrückten. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Weil. Warum? Immer laufe ich falsch. Immer laufe ich falsch. Warum laufe ich immer falsch? Bin ich wieder hier? So. Man muss doch noch weiter geradeaus, oder nicht? Und dann ging es doch hier irgendwo. Ja, da. Warum finde ich das immer nie? Doof. Einfach nur doof. So, jetzt gehen wir mal runter. Jetzt bin ich einmal gespannt, ob das hier klappt. Geht das? Ne, es geht natürlich nicht. Warum geht das nicht? Kannst du das noch irgendwie zerstückeln? Oh. Ja, tatsächlich. Kann sie. Wo sind die jetzt, die Stücke? Wo hast du denn jetzt die Stücke hingetan? Bin ich jetzt verrückt? Warum sie. Ah, da. Nee. Hä? Das ist das Blatt Papier. Bin ich jetzt blind? Hallo? Fisch, Ton. Ah, hier, Ton. Nee, also hier geht das anscheinend nicht. Wo kann man denn dann mal eine Form sich nehmen? Muss der Jepp das vielleicht machen? Jeppi. Jeppi. Oder da vorne war doch auch noch so ein Ding. Genau, hier. Vielleicht geht das ja hier. Geht das hier? Ah, oh, ah. Ich hab was, ich hab was, ich hab was. Hier, folgende Gegenstandtafel mit sechs ungebrannten Tonzeichen. Ja, warte mal, pass mal auf. Dann machen wir mal das hier nochmal. Mit der Axt anscheinend geht das noch, nicht mit dem Messer, okay. Aber schön mit dem Beil da Stücke schneiden. Und dann, sind die jetzt wieder wo? Wo ist das, wo ist der Klumpenton jetzt wieder mal hingelaufen?
Stück Ton. Wo bist du? Oh, nebenbei. Die Katze, die macht immer genau dann Blödsinn, wenn ich aufnehme. Die weiß das. So, jetzt musste ich aber mal wieder hier rausholen mit dem Ton. Warum hören die eigentlich immer nicht, wenn man das normal sagt oder ruhig, dann hören die nicht. Man muss echt immer, ne? Eine ganz klare Ansage machen, sonst wird das nichts. Wo ist denn jetzt der Ton wieder? Ich habe das zerschnibbelt. Wo ist der Klumpen? Wo? Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Wo ist es denn hier? Dann mal Axt. Mal mach ich eben noch einen. Da. So sieht das aus. So. Warum geht das denn nicht hier hin? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ist das hier irgendwo da hinten gelandet? Nee. Bei der Gardine. Ich habe zweimal ein Stück Ton. Ihr habt es genau gesehen. Ich ist weg. Muss der Jepp muss doch da oben hin, oder nicht? Mit einem Stück Ton. Sonst wird das doch nichts. Ich brauch doch die Förmchen. Och Mensch. Och Menno. Wo ist mein Ton? Ja, dann müssen wir die jetzt erstmal brennen, oder können wir die direkt so rein... Das ist keine schlechte Idee. Aber sie sind noch zu weich. Und das sind ja auch nur 6. Das regt mich auf. Gehen wir mal. Dann machen wir das da hinten. Da haben wir dann auch die Quelle vom Ton und brennen müssen wir sie ja eh. Oh, da. Das regt mich auf hier. Denn das für ein Scheiß hier. Verschwindet einfach mein Ton. Zis. Nein. Kann ich das da einfach mal wegpacken hier und das nehme ich da und pack das da hin. So. So. Perfekt. Haha. So schön. Toll. Und was ist jetzt aus meinem Ton geworden? Muss ich das jetzt 10.000 Mal hier nochmal machen mit euch? Warum verschwindet das einfach? Wer hat das erlaubt? Wer? Ist das hier irgendwo bei? Das ist unerhört. Unerhört, dass hier mein... Nee, das da. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Muss ich das nochmal machen? Ihr wollt mich doch alle verscheißern hier. So, einer reicht ja wohl. Es sei denn, die verschwinden wieder. Auf unerklärliche Weise. So, wo ist die Axt? Wo geht mein Ton jetzt hin? Weg ist der Ton. Ihr wollt mich doch verarschen. Leute, ich brauche Tonstücke, sonst kann ich doch die anderen Förmchen nicht holen. Es hat doch gerade eben auch geklappt. Warum... Ich fühle mich leicht verarscht. Ton. Schneiden. Nicht verloren gehen. Können wir das nicht mal in einem... Komm, wir machen das mal in einem ganz freien Inventar hier. Da machen wir das mal. So. Dann packst du das zusammen. Tonware. Ganz viel Platz. Und weg ist es. Gut, dann nicht. Dann habe ich wohl Pech und kann das Spiel nicht weiterspielen oder was? Ja,
Gut. Alles klar. Ach, hier ist ja, wollen wir gar nicht hin. Ich bin natürlich jetzt durcheinander, ne? Weil, wenn so ein Ton da auf unerklärliche Weise verschwindet, das passiert ja auch nicht jeden Tag. Da ist man dann schon mal ein bisschen durcheinander. So, ich habe den Weg sogar mal gefunden. Bisschen schneller hier. Ich geh mal da hoch und dann gehst du wieder runter. Hoch, runter, hoch, runter. Und dann packst du hier die Förmchen rein. Vielleicht klappt das ja erst, wenn wir sie reingetan haben. So, pack die mal einfach. Ich weiß nicht. Also ich weiß, und das gebe ich jetzt mal zu, ich wusste, dass ich dieses Rätsel nicht lösen werde, als ich das schon gesehen habe, dass das auf einen zukommt. Deswegen habe ich mir natürlich ein bisschen durchgelesen, auf was ich zu achten habe. Aber trotzdem, obwohl ich es weiß, finde ich es schwer und habe es ja noch nie gemacht. Und das ist ja dann doch nochmal was anderes. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, dann weiß ich, dass das trotzdem lange dauern wird. So, ich habe die jetzt alle reingepackt. Und jetzt? Wir brauchen trotzdem Ton. Ich fühle mich verarscht. Kannst du die nicht zerdeppern, die anderen Vasen? Guck mal, jetzt hast du den... Der geht auch weg. Jetzt habe ich den anderen zerdeppert und der geht auch weg. Wo geht denn der Scheiß hin? Ey, ich raste aus. Ich kann doch so das Spiel nicht weiterspielen. Ich muss doch die Förmchen vollkriegen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich werde jetzt mal neu starten. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und ich bin in einer ganz alten Aufnahme jetzt. Warum? Weil es tatsächlich so ist, dass man diesen Ton im Inventar braucht. Ich habe dann mal gelesen. Ich habe auch alles ausprobiert nochmal. Ich habe auch nochmal ausprobiert gehabt, den Ton oben anzuwenden mit Jep bei diesem anderen grünen Förmchen. Und das hat natürlich geklappt. Und dann dachte ich, vielleicht muss man ja erstmal eines machen und eines fertig kriegen, damit sie beim anderen sagt, da brauchen wir noch mehr Ton. Und dann kann man das auch wieder herstellen. Aber egal, was ich gemacht habe, ob aus den ungebrannten Tonvasen oder den gebrannten Tonvasen, jedes Mal, wenn ich sie kaputt gemacht habe, man kann sie auch mit dem Rohr kaputt machen, verschwindet der Ton. Es liegt wohl angeblich daran, dass man den Ton an dieser Stelle halt nehmen muss, beziehungsweise man darf ihn gar nicht erst drauf tun. Und ich habe das so gemacht, dass ich bin ja hier in einer alten Aufnahme, also in einem alten Spielstand, nicht Aufnahme, sondern alten Spielstand. Und hier habe ich halt noch zweimal ungebrannten Ton und den darf ich halt auf keinen Fall mit auf diesen Berg hier rauf tun, sonst ist mein kompletter Ton verbraucht und somit verschwindet der. Und ich finde ganz ehrlich, das ist eine Sauerei und deswegen nehme ich das auch gerade auf, um euch das mal zu sagen, denn ich darf ab diesem Spielstand jetzt alles nochmal machen. Wie ihr seht, hier brennt noch nicht mal der Ofen und nichts. Ich darf jetzt alles nochmal spielen bis zu dem Punkt, wo wir waren. Ergo mit Amber alles machen, das Flötenspiel, ich muss nochmal angeln, ich muss alles einsammeln, ich muss, ja alles, einfach alles bis zu dem Punkt, wo wir waren. Der einzige Vorteil ist, wir haben hier zum Beispiel auch noch ein Ei, da könnten wir dann später auch nochmal noch einen Kuchen oder was hinkriegen, weil das hatte ich dann wahrscheinlich gegessen oder so. Das Ei werde ich also auf jeden Fall noch behalten, aber auch das mit dem Sextanten muss ich noch mir basteln und die Höhen nochmal einstellen, die Höhle nochmal finden. Ich wollte es euch nur gesagt haben, ich habe nachgelesen, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem hatte, dass sie den Ton da raufgepackt hat. Woher soll man das auch wissen, dass man dann gar nicht mehr an Ton rankommt? Ganz toll, blöd gelaufen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil man hat ja auch noch mal Besseres im Leben zu tun, als so ein komplettes Spiel, vor allem so ein rätsellastiges Spiel, nochmal spielen zu müssen, nur um am Ende weiterzukommen. Aber wenn mal ein Part jetzt ausfallen sollte, weil ich es zeitlich nicht schaffe, jetzt hinterher zu eiern, dann verzeiht es mir, denn ich muss ja hier bis dahin nochmal spielen. Und das mache ich und dann hoffe ich, dass ich an einer Stelle bin, wo es endlich weitergehen kann mit den Förmchen. Ich mache jetzt mal einen Cut und wenn ich es geschafft habe, geht es jetzt danach, nachdem ich jetzt das erzählt habe, dann natürlich weiter, weil wir sind ja erst bei 14 Minuten. Danke fürs Verständnis, bis dann. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ja, ich habe jetzt nochmal tatsächlich ab einem alten Spielstand bis hierhin nachgespielt, deswegen kam gerade mal nichts. Sorry nochmal dafür, dass ich da deswegen nicht hochladen konnte, weil ich halt erstmal den Spielstand wieder aufholen musste.
Und ja, so sieht mein Inventar jetzt aus. Alles jetzt nicht super anders als vorher, aber ein bisschen auch aufgeräumt noch. Aber gut ist, ich habe jetzt noch ein paar Fischis gefangen. Die sind hier zum Beispiel 200 Gramm, 230 Gramm. Ja, ich war richtig fleißig. Und ich habe natürlich ein paar Sachen behalten und ein paar Sachen noch nicht. Ich habe mir zum Beispiel vorbehalten. Und ich hatte auch eine Plastiktüte gefunden. Hatte ich das letzte Mal eine Plastiktüte? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe unter Wasser eine Plastiktüte gefunden. Weiß aber nicht, ob ich die bei meinem letzten Spielstand halt hatte. Ich habe auch die Muschelkette nachgebaut. Ja, die schenken wir natürlich noch Amber. Habe ich ja versprochen, dass wir die der Affenfreundin noch schenken. Denn was von der Insel kommt, bleibt auf der Insel. Und die Farben habe ich auch schon dem anderen Affen gegeben. Und jetzt wird es natürlich lustig, denn wir können jetzt einen Kuchen backen. Ich habe nämlich noch Ahornsirup. Den habe ich nicht einfach weggenascht wie das letzte Mal. Zweimal habe ich noch Ahornsirup. Das ist total gut. Zweimal habe ich natürlich den Ton. Auf den kommt es auf jeden Fall an, damit ich das in die Formen packen kann. Und wehe, das reicht nicht, zweimal Ton zu haben. Dann kriege ich aber einen Rappel. Ja. Wir können jetzt alles nochmal lustig machen. Ich muss nur mal eben in die Dokumente gucken. Wegen dem Kuchen. Denn wir können jetzt schön was backen. Glas habe ich auch nochmal nachgebastelt. Für den Kuchenteig wollen wir nicht mal eine Torte machen. Für die Torte zuerst den Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen. Für den Kuchenteig, das Mehl muss angefüllt werden. Honig und Ahornsirup verleihen Süße. So. Dann haben wir ja nämlich jetzt auch Eier. Das hatten wir nämlich vorher auch nicht mehr. Ich habe aber extra ein Ei behalten und auch nicht gegessen. Und trotzdem sind meine beiden Hasis hier im grünen Bereich. Besser geht's also nicht. So, jetzt fehlt nur noch die Süße und dann nehmen wir dann mal den Ahornsirup, weil Ahornsirup lecker ist und weil ich den jetzt behalten habe. Ist das nicht toll? So, und wenn wir das jetzt mixen mit einem leckeren... Hier ist der Kuchenteig. Jetzt packen wir da noch blaue Früchte zu. Gehen auch rote Früchte. Ach, lecker. Jetzt haben wir eine Torte gebacken, oder? Backfertige Torte. Geil. Ja, das finde ich super, dass wir das jetzt machen konnten. Oder können überhaupt, weil vorher ging das ja nicht. Nochmal in die Dokumente. Wir können jetzt auch noch einen normalen Kuchenteig gleich machen. Können wir nicht normal auch nochmal machen? Für die Fleischpastillen Eier sind nicht zwingend notwendig, aber das Palmöl. Dieses Öl eignet sich hervorragend für den Salat. Fleischpasteten bräuchten wir so einen Vogel, ne? Dann wird das ja eine Fleischpastete. Und packt man die dazu und dann hat man eine Fleischpastete. Aber wir machen uns mal lieber einen Salat. Wir machen mal die vegetarische Variante. Und den Salat, den macht man... Aber dann ist mein Öl natürlich weg, ne? Mein Palmöl. Kann ich da auch Fisch zupacken? Nee, echt jetzt? Eine Fischpastete. Das ist ja mal was hier. Guck mal, wir haben ja richtig Fischpastete bereit zum Garen. Ah, das tun wir noch schön in den Ofen, dann haben wir eine Fischpastete. Ja, ich verquatsche jetzt mal die letzten 5 Minuten mit Essen machen, weil das ist ja wichtig. Der Hammer. Und ich habe immer noch ein bisschen Ahornsirup, aber ich habe jetzt nichts mehr zum Teig machen, ne? Doch, ich kann aber immer noch meinen Salat machen. Na klar. Hier, dafür nimmt man nämlich, glaube ich, den Wasserspinat, soweit ich weiß. Und dann mit dem Palmöl. Ja. Ja. Und Salat der Saison. Mensch, du. Das ist doch mal was. Ich habe hier, guck mal, was ich hier Tolles gebacken habe, hä? Das ist natürlich der Vorteil, dass ich jetzt den Mist nochmal spielen durfte. Weil ich habe ja das letzte Mal auch gesagt, dass ich das total doof finde. Natürlich ist es ja auch. Aber naja, man muss ja das Gute sehen. Und ich habe immer noch Palmöl. Super. Honig hätte man natürlich auch nehmen können. Aber super, supi. Packe ich das mal auch zum Essen dazu hier, damit das alles schön beisammen ist. So, den Fisch dahin. Sind die Fische beieinander. So, die Blümchen und das und das und das und das Palmöl. Ja, und die Fische, die wollte ich dann noch den anderen Affen geben. Und jetzt kommt natürlich das Allerwichtigste. Nein, nicht die Kette an Amber, sondern natürlich aus Ton. Okay, das reicht. Denk nicht weiter über dein Boot.
Hier kommen jetzt immer noch mal so ein paar Sachen, die wir schon kennen. Hier wollten wir natürlich den Ton reinpacken. Was nicht geht, weil... Warum geht das jetzt nicht? Weil es nur in die grünen Form geht. Denn hier sollen sie am Ende rein, ne? So war das. Okay. Pass auf. Ton. So. Das war die Nummer 1. Und Jepp geht jetzt nach oben und macht die Nummer 2, bitte. Und damit haben wir dann was geschafft, was vorher nicht ging. Da ich keinen Ton ja hatte. Und das hat sich jetzt geändert. Ach, schön. Schön, dass ich das endlich geschafft habe. Wo ist denn das jetzt hier nochmal? Ach, da. So, holst du da auch nochmal hier? Zack. Na, toll, haben wir das endlich. Dann gehen wir zurück zum Feuerchen. Und geh mal runter. Yippie. Na, mein Schurke? Wie geht es dir, Kleiner? Lass dich hinter den Ohren kraulen. So, schnell, schnell zurück zum Feuer. Nach oben. Jo. Hier ist Feuer. Und dann machen wir mal unsere leckere Fischpastete hier rein. Coole Sache. Voll der Wrap. Oder so. Fischdöner. Ja, geil. Torte, Salat der Saison, Fischpastete. Die leben richtig gut hier auf der Insel, würde ich mal meinen. So, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Ich will die Sachen brennen. Das geht aber nicht hier. Das muss ich beim Ofen anscheinend machen. Dann machen wir das mal eben. So. 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 Geht das nicht hier? Wo ist jetzt mein... Ich muss es beim anderen Brunnen... Brunnen sag ich schon. Beim anderen Dings machen, ne? Es geht bestimmt da hinten nur wieder. Komischerweise. Bei unserem Ofen. Ach, bin ich wieder falsch gelaufen? Der einfache Weg, komm. Hier geht das bestimmt nur bei dem Brennofen. Ja. Genau, hier können wir die nämlich auch hinlegen. Perfekt. Ja. Das war auch so geplant, du. Sonst hätte ich das ganze blöde Spiel nicht nochmal spielen müssen. Nicht lange genug gebrannt. Ah, ja. Gut. Dann haben wir jetzt unsere Förmchen. Und dann würde ich doch mal meinen, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Hier, wir sehen uns im nächsten Part. Und dann geht es auch endlich weiter mit Return to Mysterious Island 2. Ja. Ich hab's geschafft. Hab vieles nochmal nachgeholt und jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten. Wir sehen uns. Bis dann.